Hallo, liebe Raumfahrtfans, hallo, liebe Lego-Fans, hallo, liebe Klemmbaustein-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lego in Space. Heute möchte ich euch mal ein weiteres Modell von Sembo über die chinesische Raumfahrt vorstellen. Eine wunderschöne, große Rakete, die... Oh, irgendwie habe ich doch da was vergessen. Ihr seht jetzt hier nur ein bisschen Startplattform und hier 6 Minifiguren. Ja, hier so eine wunderbare, na, das ist jetzt nicht so schön zu sehen. Mal sehen, ah, doch, hier solch eine, ich heb das mal ein bisschen hoch. Zeig's euch mal, das ist vielleicht jetzt nicht so wunderbar, na doch, ein bisschen kann man das sehen, aber ich verrate euch auch, das ist eine Schautafel, wo man erfährt, worum es hier geht. Leider in Chinesisch, aber es geht hier um die chinesische Rakete Chengdu 1, Langer Marsch 1, die am 24. April 1970 gestartet ist. Und hier, ich habe es noch gar nicht aufgestellt. So, ja, hier habe ich die Rakete und... Oh, das ist das gute Stück. Die ist richtig groß. Ich versuche mal hier zu halten und auf der anderen Seite hier mal den... So, wie kann ich das denn am besten machen, dass man es auch gut sehen kann? Mal sehen, hier mal so dran zu halten, dass man mal abschätzen kann. Also die ist über 90 cm hoch. Ja, fast ein Meter, was man so sieht, so 97 Zentimeter, also fast ein Meter hoch, ganz gewaltig. Eine dreistufige Rakete, so, jetzt mache ich nicht mehr drauf, natürlich seht ihr jetzt nur die Hälfte, das ist ein bisschen doof, aber ich zeige sie gleich nochmal. Jetzt mal, ich habe es natürlich, ich lasse mal so stehen, mach das hier mal Statue mal weg, ich mache die Figuren hier mal weg. So, legt die mir vielleicht lege ich mir die einfach mal hier so hin. Da mache ich gerade wieder was kaputt. Also, diese Rakete von Sembo. Genau, so ist das doch ganz gut. So kann ich mir die mal hinlegen. Soll also die den ersten erfolgreichen Satellitenstart der chinesischen Raumfahrtbehörde zeigen, der Chinesen. Ich habe euch ja schon mal in einem anderen Video das kleine Modell gezeigt, hier jetzt das große Modell. Hier haben wir die wunderbare Anleitung dazu, die dann zeigt, wie das Ganze gebaut wird. Also das ist schon nicht ganz trivial, sage ich mal. Also so ähnlich wie man das von der Saturn V Rakete kennt, dass man das sehr stabil gebaut hat. Man bekommt etwa 2147 Teile für 99 Euro. Ich finde, das ist ein recht guter Preis. Und das Schöne ist, ich versuche das jetzt mal, ich hoffe, ich mache mir nicht allzu viel kaputt, dass man hier auch die verschiedenen Stufen zeigen kann. Also hier unten haben wir die erste Stufe, dann geht das, glaube ich, bis hier hin. Das könnt ihr gerade nicht sehen, wo hier die, ich mache es mal so, ups, kann man das jetzt so ganz gut sehen, genau, bis hier hin. Also wo man dann hier diese Gitter hat, das kennt man so ein bisschen von den frühen russischen Raketen. Und ich versuche das jetzt hier mal ganz vorsichtig zu trennen. Die
Wie gesagt, erste Stufe bis hierhin. Kittern, so, mal ganz vorsichtig. Ah, so, jetzt ist das hier die zweite Stufe. Jetzt habe ich da ein bisschen was reingedrückt. So, die erste Stufe kann ich mir jetzt hier wieder hinstellen. Kann man natürlich jetzt hier auch mal sich angucken. Da haben wir, ups, jetzt geht das hier ein bisschen auseinander. Vier gewaltige Triebwerke, die das Ganze antreibt. So, hier haben wir dann die zweite Stufe und jetzt versuche ich hier mal ganz vorsichtig die dritte Stufe abzuziehen. Das funktioniert jetzt ziemlich gut. Auch hier wieder großes Triebwerk. Hier haben wir dann die dritte Stufe und dann kann man hier auch wieder sozusagen den Schutz abmachen. Kann dann hier die ganze Verkleidung mal abziehen. Ich mache das mal, ich versuche das mal zu machen. Und dann haben wir hier wieder einen wunderschönen Satelliten drin. Das ist der erste Satellit. Sieht so ein bisschen aus wie Sputnik, den die Chinesen eben im April 1970 haben starten lassen mit dieser gewaltigen Rakete. Und auch dieser Satellit, ich kann gerade mal ausmessen, wie groß der ist. Ja, der ist so 5 cm hoch. Ich kann hier auch mal vorsichtig rausnehmen. Ihr habt ja schon den anderen Satelliten gesehen, den kleinen, der jetzt in der anderen Rakete gewesen ist. Da haben wir hier diese Triebwerke. Wir können hier diese Antennen. Diese Antennen dann hier ausklappen. Na, eigentlich muss es dann so sein. Da haben wir das, je nachdem wie wir das machen. Man kann es natürlich auch so machen, hat man ein bisschen Sputnik-Effekt. Und wie gesagt, der hat eine Höhe von ja, so etwa 7 cm und dann hier mit dem eine Breite, wenn das alles hier ausgelegt ist, von vielleicht 10 cm. Also schon ganz nett gemacht hier dieses Modell. Und was man natürlich auch machen kann, das will ich jetzt hier aber nicht machen, weil da will ich mir zu viel sozusagen das zu sehr auseinanderbauen. Was man hier auch machen kann, dass man die verschiedenen oder ich guck mal, was geht hier gerade genau, dass man das hier mal so auseinandernehmen kann und dann kann man hier so ein bisschen ins Innenleben der Rakete reingucken. Kann dann durchaus ist so ein bisschen angedeutet, wie es in der Rakete aussieht. Das ist so ganz nett gemacht. Das auch so, dass man zunächst mal das Innenleben baut und dann hier baut man diese Verkleidung, um diese Verkleidung dann dran zu setzen. Also ein wunderschönes Modell. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ist auch eine wunderbare Ergänzung in meiner sowieso schon sehr umfangreichen Raum. Fahrt, Sammlung, Raketensammlung, Raumfahrtsammlung. Und wer Spaß an sowas hat, an dem Thema und auch so ein bisschen sowas sammeln möchte, kann ich nur empfehlen. Ja, was ein bisschen nervig ist, ist so das mit den vielen, vielen Aufklebern. Da kann man nur hoffen, dass vielleicht auch die Chinesen das oder Sembo das dann auch mal so macht, dass man das nicht mit Aufklebern macht, sondern mit Drucken. Das sollte ja möglich sein. So schwierig kann das nicht sein. Vor allen Dingen, weil sich ja auch sehr vieles wiederholt. Und insofern wäre das auch so eine Möglichkeit, dass einfach dann man da noch ein wenig länger Spaß hat. Auch das mit dem Bauen natürlich ein bisschen einfacher wird. Denn ich schätze mal, hier steht drauf, auf der Verpackung beziehungsweise auch auf dem auf der Bauanleitung 6 plus ab 6 Jahre, da wäre ich vorsichtig. Oder eben Kinder, die da schon ein bisschen Erfahrung haben, die da noch Eltern dabei haben, die da noch mitbauen, dann ist das durchaus möglich.
Ja, so viel zu dieser Shenzhou 1, Langer Marsch 1 Rakete. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wäre schön, wenn ihr mir einen Daumen hoch, einen Like da lasst und meinen Kanal abonniert, diesen auch weiterempfehlt, sodass ihr dann auch das nächste Video nicht verpasst, wenn ich hier wieder auf meinem Kanal zum Thema Raumfahrt was erzähle, neue Raumfahrtmodelle vorstelle oder vielleicht auch schon ältere oder auch weitere Themen hier bespreche. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentarzeilen mir eintragen. Ich werde auch einen Link hier reinsetzen, wo man diese Rakete bestellen kann. Und dann bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch auch viel Spaß bei weiteren Videos, beim selber bauen, bei Lego oder es ist ja kein Lego, es ist ja Sembo, bei alternativen Klemmbausteinherstellern. Verbleibe damit erstmal bis zum nächsten Video, euer Oliver Debus.